Die Sommersonne spendet eine ordentliche Portion Motivation. Und die brauche ich auch, denn es stehen einige Projekte an. Dieses Video wird unterstützt von EcoFlow. Dazu aber später mehr. Ich sitze hier gerade auf dem Garagendach, denn wir machen heute unser Dach neu. Wir haben genügend Dachpappschindeln für beide Dächer, also auch fürs Haupthaus und für hier. Aber wir fangen erstmal hier an, damit wir ein bisschen üben können. Auf dem Dach liegen aktuell einfache Bitumenbahnen. Ein paar Löcher waren drin, die haben wir zugemacht. Und jetzt ist es der perfekte Untergrund für unsere Dachpappschindeln. Ich bin jetzt hier rüber gewandert, da drüben ist mir die Sonne zu Leibe gerückt, denn wir haben selbstklebende Bitumenschindeln. Das heißt, hier ist so eine Folie drauf und darunter klebt's. Und deswegen, sobald die in der Sonne liegen, werden die schon richtig bappig. Ich finde es total faszinierend, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Am Anfang ist es so ein bisschen unkoordiniert und nach entwickelt man so einen Workflow, der für einen funktioniert. Und ich mag sowas total, sowas dann zu perfektionieren, wie ich das jetzt am effektivsten alles abschneide und welche Hilfsmittel am besten sind. Diese rechteckigen Stücke, die ich zugeschnitten habe, sind hier für die Kante. An den Enden schneiden wir das Überflüssige immer ab. Ich mische hier immer mehrere Pakete, weil die doch alle so ein bisschen eine unterschiedliche Farbnuance haben, damit wir dann da oben kein Fleckenmuster haben. Das sieht hier schon richtig gut aus. Die erste Hälfte ist fast fertig. Es fehlt nur noch eine Reihe. Die Kühe sind gerade ganz da hinten. Ansonsten ist schon ein bisschen bewölkt, es soll die Tage regnen, was sehr gut wäre, weil unser Wasser sehr knapp ist. Die Nacht und der Morgen waren ziemlich verregnet. Das ist ja echt mega viel, Jascha. Ich finde, es sieht schon richtig gut aus, auch wenn natürlich hier der First noch fehlt. Ich kann mir das jetzt auch echt gut für unser Dach hier vorstellen. Gerade sieht es ja so ein bisschen aus wie ein Flickenteppich. Und wir haben hier in der Garage haben wir auch hier die Bleche schwarz lackiert. Das wollen wir hier dann auch machen. Und dann können wir auch endlich mehr Solarplatten fest auf dem Dach installieren. Wir hatten ja die ganze Zeit wirklich nur 200 Watt auf dem Dach. Das sind diese beiden Platten. Wenn wir wirklich einen sonnigen Tag haben, dann können wir am Vormittag, das Dach hier hat nämlich Vormittagssonne, wirklich den Akku komplett aufladen. Und das gleicht sich dann auch gut aus, wenn wir dann mal einen bewölkten Tag haben. Ist nicht so schlimm, weil wir den Akku eh nie ganz aufbrauchen. Wir haben für das Solarsystem ja mit EcoFlow zusammengearbeitet. Das ist eine Inselanlage, weil wir keinen Stromanschluss ans normale Stromnetz haben. Und viele Leute sind da immer sehr interessiert, aber ich weiß natürlich, dass das ein riesiger Kostenpunkt ist, das nicht für jeden in Frage kommt, weil sich so eine Anlage einfach erst über viele Jahre rentiert. Deswegen freue ich mich total, dass es jetzt was Neues von EcoFlow gibt, was wirklich für jeden interessant ist. Ich durfte mir freundlicherweise einen Balkon leihen, auf dem der Powerstream auch schon seit 2 Wochen im Einsatz ist. Der Powerstream ist ein Mikroinverter und fungiert als Zentrum des Balkonkraftwerks.
Die Solarplatten sind hier außerhalb des Balkons befestigt. Die Energie geht hier rein ins Gerät, wird gewandelt und geht hier wieder raus und wird über einen ganz normalen Stecker ins Wohnungsnetz eingespeist. Das heißt, lädt jetzt jemand sein Handy in der Küche, wird nicht der Strom des Stromanbieters benutzt, sondern der eigens generierte Solarstrom wird hier direkt weitergegeben und verwendet. Die Besonderheit an dem Balkonkraftwerk von EcoFlow ist, dass man einen Akku anschließen kann. Das Gerät an sich funktioniert auch ohne Akku, aber mit Akku hat man eben den Vorteil, dass man über den Tag über überschüssige Energie dort speichern kann, die dann eben in der Nacht, wenn die Sonne nicht mehr scheint, abgegeben werden kann. Das finde ich eine sinnvolle Sache, weil sich sehr viele Leute ja so einen Akku gekauft haben für den Camper oder als Notstromer. Die meiste Zeit des Jahres wird der Akku aber dann doch nicht verwendet und so findet er eine aktive Verwendung das ganze Jahr über. Über die App kann man die Energiegewinnung gut überwachen und zusätzliche Einstellungen tätigen. Außerdem gibt es die Smart Plugs, die kann man zum Beispiel vor den Kühlschrank oder die Waschmaschine schalten. Und die überwachen den Energieverbrauch in Echtzeit. Das Powerstream-System ist in unter einer halben Stunde einsatzbereit. Man braucht dafür keinen Elektriker und es ist auch absolut mieterfreundlich. Es gibt zum Beispiel hier diese flachen Fensterdurchführungen, damit man die Solarkabel ganz einfach nach innen verlegen kann, ohne ein Loch bohren zu müssen. Mit dem Powerstream kannst du bis zu ein Drittel der jährlichen Stromrechnung sparen. Falls du noch ein paar Prozent mehr sparen möchtest, dann kannst du das mit meinem Rabattcode. Den Link dazu findest du in der Infobox. Zurück zum Tiny House. Das Garagendach war ziemlich nass. Da haben wir erstmal ein paar andere Aufgaben erledigt, bevor wir am Dach weitergearbeitet haben. Zum Beispiel haben wir unsere Regenrinne am Haus erneuert. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was sich in so einer Regenrinne ansammelt. In der Regenrinne, die am Haus war, waren hier so kaputte Stellen und die haben wir jetzt rausgekürzt und fügen das jetzt neu zusammen und so ergibt sich gerade so die richtige Länge für die Garage. An der Garage hatten wir bisher noch keine Regenrinne und so können wir nun noch mehr Regenwasser sammeln. Die Regentonne stand davor am Haus. Am Haus haben wir jetzt ja eine große 500 Liter, das sind 300 Liter. Und diese 300 Liter da drüben sind auch noch neu, das kommt quasi auf die andere Seite. Wir haben eine ganze Kiste mit solchen Rohrteilen, die wir hier gefunden haben. Und daraus hat Jascha es tatsächlich geschafft, hier noch so eine Überleitung in die Regentonne zu bauen. Ich merke heute, wie extrem wetterfühlig ich bin. Gestern war es echt gar kein Problem, mich für diese Dachaktion zu motivieren, weil das Wetter so schön war, die Sonne hat geschienen. Und heute ist es so, oh, ich wäre am liebsten im Bett geblieben. Wobei ich trotz alledem total froh über den Regen bin und irgendwie auch gelernt habe, das irgendwie wertzuschätzen. Dadurch, dass wir hier so angewiesen sind auf das Regenwasser, bekommt man da ein ganz anderes Gefühl dafür. Um die Stimmung zu heben, besuche ich jetzt mal die Kühe. Denen scheint der Regen nicht so viel auszumachen. Na, was geht bei euch so? Nicht so viel, wie ich sehe. Wir haben gerade wieder angefangen, am Dach weiterzuarbeiten. Da hat es schon wieder angefangen zu regnen. Das war ziemlich doof, weil dann der Kleber nicht mehr so gut klebt. Für den Abschluss vom First habe ich jetzt lauter solche Dreiecke ausgeschnitten. Fertig! Wir sind fertig! Das klingt immer bescheuert. Lass es einfach. Ich möchte mich heute an unsere Gartenbewässerung machen. Ich habe ja im letzten Video erzählt, dass wir da so ein bisschen ein Problem haben, weil wir im Juli auch mal nicht da sind, generell im Sommer einfach auch nicht jeden Tag zum Gießen hier sind. Und ich habe ein paar Mal den Tipp bekommen mit Ollas. Das sind keine Ollas. Ollas sind im Prinzip so Tonkrüge, die auch ein bisschen was kosten und die gräbt man dann in die Erde ein
und füllt da dann eben Wasser ein und über eine Zeit von 3 bis 10 Tagen angeblich entleert sich der Oller dann Stück für Stück, weil Ton eben wasserdurchlässig ist. Wie gesagt, die kosten ein bisschen was, deswegen ja, wollte ich jetzt nicht gleich so viel Geld investieren und habe gedacht, ich baue das selber, habe auch im Internet ein paar Anleitungen gefunden. Dazu nehme ich jetzt einfach 2 Tonkrüge, die ich dann aufeinander kleben werde und die werden dann wirklich auch bis hier eingebuddelt und hier füllt man dann eben das Wasser ein. Das bedeutet aber auch, hier dieses Loch muss zu. Dafür habe ich so eine kleine Holzscheibe zurechtgeschnitten, die hier ganz gut reinpasst. So, während der Oller trocknet, zeige ich mal das Gewächshaus. Hier ist nämlich einiges passiert. Ist total verrückt. Ich war jetzt auch ein paar Tage nicht da. Jascha hat gegossen. Ich bin zurückgekommen und war total erstaunt. Gerade der Salat ist total gut gewachsen. Und auch sonst ist es wirklich faszinierend. Also ohne Gewächshaus wären die jetzt nie im Leben so hoch, die Tomaten. Ja, hier bei den Paprika gab es ein paar Einbußen. Ich habe jetzt immer wieder Schnecken gesammelt und im Schnitt so 2 pro Dämmerung auch abgesammelt, aber es sind wohl noch mehr unterwegs. Und wie man sieht, gibt es auch einiges an Unkraut hier. Das muss ich gleich mal behandeln. Hier ist eine Gurke, Unkraut. Das ist eine Peperoni. Peperoni, Gurke, Peperoni. Hier sind auch lauter Peperoni. Ich muss auch gleich mal ausgeizen gehen. Also ein paar zusätzliche Äste wegbrechen. Jascha hat den Landwirt von nebenan mit einem Sixer Bier bestochen, dass er uns was rumzieht. Dankeschön! So voll ist es jetzt. Ich bin ehrlicherweise sehr skeptisch, was die ganze Sache angeht. Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen warten, ob alles dicht ist. Was denkst du, Jascha? Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Ich bin skeptisch. Ich war ja höchst skeptisch und man sieht hier eindeutig, dass der Topf schwitzt. Es waren jetzt ja vielleicht 5 Minuten, seit ich es eingegossen habe. Also das Einbuddeln ist auf jeden Fall ein bisschen nervig. Ich glaube, im Optimalfall macht man das, bevor man alle Pflanzen reinsetzt. Und wirklich, wenn man das Beet anlegt, dann kann man das, denke ich, auch besser planen und einfach einbuddeln. Wenn das funktioniert, wäre das jetzt auch kein Allheilmittel für uns. Weil so ein Topf hält, wie gesagt, ich denke mal so 3, 4, 5 Tage. Ich meine, es wäre dahingehend ein Vorteil, dass nicht jeden Tag jemand zum Gießen kommen müsste. Aber es ist jetzt nicht so, dass man dann gar nichts mehr machen muss. Ja, es sieht so aus, als regnet es sich gerade so ein bisschen ein. Jascha und ich haben die letzten Tage super viel gemacht. Wir waren immer bis nach 22 Uhr noch draußen und haben Sachen hin und her gewurstelt. Von daher ist es vollkommen okay, jetzt mal kurz Pause zu machen. Aber trotzdem fällt mir das dann irgendwie extrem schwer. Vor allem, weil ich mich so gefreut habe, dass ich auch so motiviert war für alle möglichen Dinge. Also irgendwie sind hier so alle möglichen Projekte aufgetaucht auf dem Grundstück.
wo wir beide meinen, oh, das könnte man noch machen und das und das. Und das war irgendwie so voll die schöne Energie. Unter dem letzten Video haben mich auch super viele Tipps zum Thema Wohnmobil erreicht. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil das ja gerade nicht startet. Und ich saß vorhin auch noch mal drin und es lief jetzt nicht so gut. Ich starte jetzt einen neuen Anlauf Wohnmobil. Ich habe noch mal die Batterie geladen und noch so ein paar andere Sachen gecheckt. Und guck mal, ob das jetzt geht. Ja, sieht jetzt noch schlechter aus als beim letzten Mal. Oh, das ist jetzt aber deprimierend. Es hat gerade auf jeden Fall wirklich ein bisschen meine Laune gedrückt, weil jetzt kommt einfach gar kein Strom mehr im Fahrerhäuschen an. Und bei dem Thema Strom bin ich halt raus. Also ich kann vielleicht auf irgendwelchen Sachen mit dem Hammer rumklopfen, aber wenn kein Strom kommt, dann ich kann nicht an den Strom. Das kann ich einfach nicht. Ja, deswegen muss Leni wohl irgendwie in die Werkstatt. Jetzt steht sie natürlich hier auch super blöd. Aber ich weiß jetzt schon, dass wenn das Wohnmobil wieder geht, wird das dann umso besser, weil ich es dann nochmal mehr schätze. Und es ist einfach nicht selbstverständlich, dass ein Auto funktioniert. Es ist ein Auf und Ab der Gefühle hier. Bei vielen Projekten kann auch viel schief gehen. Aber so ein bisschen Adrenalin tut eben auch gut und langweilig wird es auch nie. Und das ist auch eigentlich genau richtig. Was in jeder Lebenslage und immer hilft, sind Kühe. Ein letzter Besuch bei den Kühen. Die werden nämlich nach einer gewissen Zeit immer abgeholt. Und ich versuche mir hier gerade noch eine Scheibe Gelassenheit abzuschneiden. Die sind nämlich wirklich immer total unbeeindruckt. Egal was passiert, die sind einfach ruhig und essen. Das ist eine Eigenschaft, die hätte ich auch gerne.